23 Uhr, www.hatenight.com. Wir sind hier wieder aus dem Internet mit unserer brillanten, aber doch sehr entspannten Show www.hatenight.com, was den Schluss nahelegt, dass die Sendung com heißt. Nein, sie heißt Hate Night. Ja, genau. Heute ist unser Thema ein sehr brisantes Thema, passend zu dem, was gerade auf den Feldern um uns herum passiert, in Bergdeutschland, auch Österreich und Schweiz genannt. Fußball, Fuppes, Thema 1954, 74, 33. Denn da waren wir ja schon mal auf dem Weg ins Halbfinale, sind leider aufgehalten worden. Aber diesmal bin ich ganz sicher, werden wir es schaffen. Die erste Frage stellt mir mein aparter Helfer, Freund und Kollege. Wer wird Europameister, Handball-Europameister? Handball-Europameisterschaft, Jubel momentan. Sie Alkoholiker? Man, du hast ja das, Deutschland. Ja, Deutschland. Fußball geht hier auf den Sack. Okay, dann haben wir vielleicht euer Geschlecht irgendwie falsch eingeschätzt. Ja? Was hältst du denn eigentlich von der Frauenfußball-Weltmeisterschaft? Frauenfußball ist besonders geil. Und zwar finde ich geil, wenn die Birgit Prinz nach Hause kommt und Schatz, ist das Essen fertig? Das Frauenfußball ist geil. Ich finde es verlogen. Ich weiß ja nicht, wer Frauenfußball mag. Aber wer Frauenfußball mag, müsste sich theoretisch auch für Gewichtheben der Frauen interessieren. Oder sich als Gewicht von einer Frauenfußballerin heben lassen. Deutschland? Aber warum schieben mich Sie so weg? Deutschland! 100% Türkei! 100% Türkei! Deutschland! 100% Türkei! Deutschland! 100% Türkei! Ist hier eine Kifferstraße? Jedes Land hat so seinen Lieblingsgegner. Deutschland gegen Holland. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also Deutschland hat ja mit den Holländern eine Intimfeindschaft ausgemacht. Ich finde verständlicherweise, weil diese Schwuchteln in ihren orangefarbenen Lätzchen, lange waren es ja Negerschwuchteln, jetzt sind sie ja wieder reholandisiert worden. Die können doch wirklich nicht ernst meinen, was sie da auf dem Platz machen. Deswegen, ich bin zwar kein Deutscher, ich bin eigentlich kein Deutschland-Fan, aber wenn Deutschland gegen Holland spielt, dann wähle ich das kleinere Übel und bin für Deutschland. Interessieren Sie sich für Fußball? Warum interessieren Sie sich nicht für Fußball? Wie heißt Sie? Wofür sind Sie denn? Pferdesport? Ja. Das ist ja was Feines. Reiten Sie dann? Angel, sit down. Sie lassen reiten? Auch nicht. Ach so, also so mit jetzt Pferden oder? Hey, halt mal die Klappe. Das ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Pferd, oder? Muss die stark sein auf der Brust? Was zum Fest? Ja. Quiet! Sie haben ja mehr Ahnung von Bällen, als ich dachte. Ich wusste es nicht. Woher kommt Fußball? Aus? China. Können wir jetzt mal alle zusammen sagen, Fußball kommt aus China! You English? Yes. Das sind die Engländer, die antworten nicht, weil die bei der EM leider nicht dabei waren. Ist verständlich eigentlich. Meine Güte, sahen die scheiße aus. Ich bin für Türkei natürlich, weil die 10 Verletzte haben. Aber Türkei ist doch in Asien. Nein, in doch. Europa. Nein, in doch. Europa. Nein. Einer fragt mich, ne? Einer fragt mich. Das ist geil. Nächste Frage. Okay, vielen Dank. Tschüss, ne? Tschüss. Angel, fass Angel. Fass die Mutti. Wir müssen leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Nächste Woche, 23 Uhr, wird mein Gast hier sein, Stefan Raab. Stefan Raab hier nächste Woche zu Gast. Darauf die nächste Woche kommt, Sie werden es nicht glauben, Elton John. Und in der übernächsten Woche haben wir hier sogar Thomas Gottschalk um 23 Uhr, www.hatenight.com. Thomas Gottschalk, Stefan Raab und Elton John. Unbedingt dabei sein.